Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den letzten Wochen habe ich Stück für Stück mein Bastelzimmer ausgemistet, sortiert und neu gestaltet. Hier möchte ich euch nun 8 Gestaltungsideen für euer Bastelzimmer vorstellen, die nicht nur praktisch sind, sondern dazu auch noch gut aussehen. Denn immerhin darf das Bastelzimmer eure ganze Kreativität widerspiegeln. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit diesem Video. Das erste Projekt, das ich euch vorstellen möchte, führt an die Nähmaschine. Hatte ich bisher meine Alkoholmarke in einem wirklich hässlichen Verpackungskarton gelagert, so habe ich ihnen nun ein Utensil aus einer alten Jeans genäht. Das sieht nicht nur schick aus, ihr könnt damit auch alte Hosen weiter verarbeiten. Natürlich könnt ihr das Utensil nicht nur für Stifte verwenden, sondern auch für jede Menge anderes Material und es natürlich auch in verschiedenen Größen nähen. Die Anleitung für das Utensil verlinke ich euch jetzt oben in den Infokarten. Als zweites habe ich mir die Stehsammler vorgenommen, die ich ohnehin schon im Bastelzimmer im Einsatz hatte. Als Basis dient mir hier einmal das Zweierset stabiler Stehsammler aus dem IKEA. Für den ersten Ordner habe ich mir aus dem Shop ein schönes Dekoupagepapier ausgesucht, das ich mit Hilfe von Mod Podge auf den Stehsammler klebe und danach ebenfalls mit Mod Podge versiegele. Da ich hier den glänzenden Kleber verwendet habe, bekommt das Ganze beim Versiegeln auch noch einen schönen gleichmäßigen Glanz. Falls ihr jetzt nicht extra Dekoupagepapier holen wollt dafür, könnt ihr das natürlich aber auch mit Servietten machen. Die Technik ist bei beidem natürlich das gleiche. Den zweiten Ordner habe ich mit Acrylfarben und Malerkrepp gestaltet. Ich habe hier nun Abdeckklebeband, wie das Malerkrepp eigentlich offiziell heißt, aus dem Baumarkt genommen, da ich es noch zu Hause hatte. Ansonsten findet ihr bei uns im Shop aber natürlich auch Masking Tape. Damit habe ich mehrere Streifen auf dem Stehsammler abgeklebt. Die dann noch freien Flächen habe ich mit 3 zueinander passenden Acrylfarben ausgemalt. Ihr solltet auch darauf achten, dass die Acrylfarben auch auf Holz dann gut aussehen. Und sobald die Farbe dann trocken ist, zieht ihr vorsichtig das Klebeband ab. Fertig ist dann auch der zweite Stehsammler. Bei der dritten Idee geht es wieder um eine Aufbewahrung für Stifte und andere Sachen zum Hinstellen. Vor einiger Zeit habe ich euch bereits in einem Video gezeigt, wie ihr einfache Stiftehalter aus Papier selber machen könnt. Diese sind nun natürlich auch wieder zum Einsatz gekommen im Bastelzimmer. Ebenfalls schon etwas länger im Bastelzimmer habe ich diese Box für Washi-Tapes. Dabei handelt es sich um eine einfach gebastelte und dekorierte Schachtel, die Innenunterteilung in der Breite der Klebebänder hat. Die fünfte Idee ist in meinem Fall eine Aufbewahrungsbox für meine 30x30 cm großen Papiere. In welche Größe ihr das Ganze macht und wie ihr es später nutzt, ist natürlich komplett flexibel. Als Basis habe ich einen Karton genommen, dessen obere Klappen abgeschnitten und die Unterseite mit einem Stück Tonkarton überklebt. Den Tonkarton habe ich in die Seiten hineinragen lassen, damit es einfach einen glatten Abschluss gibt. An den Seiten habe ich dann unten angefangen, einen dicken Faden Wolle um den Karton gewickelt und diesen mit Alleskleber fixiert. Ihr müsst dabei ein bisschen aufpassen, dass ihr wirklich nur die Wolle festklebt beim Drehen des Kartons und nicht noch irgendwas anderes, was gerade auf dem Tisch liegt oder irgendwelche Flusen. Und so arbeitet ihr euch dann bis zum oberen Rand des Kartons hoch. Das Innere des Kartons könnt ihr entweder so lassen, mit Papier bekleben oder wie ich hier mit Stoff auskleiden. Das ist wahrscheinlich die aufwendigste Variante. Ich habe dafür einfach einen Stoffrest genommen und erstmal einmal zur Probe das Ganze umgeschlagen und so in die Box gelegt, wie es später sein soll. Dann habe ich mir die benötigte Länge markiert, also einmal um die Box drumherum und den Stoff zurechtgeschnitten und zu einem Schlauch zusammengenäht. Damit der Umschlag dann auch ordentlich aussieht, habe ich den noch umgeschlagen und natürlich auch umgenäht. Den Stoff ziehe ich nun auf den Karton auf, sodass der umgenähte Rand außen ist. Und damit der Boden gerade ist und jetzt nicht irgendwie Stofffalten oder sowas am Boden sind, habe ich einfach ein passendes Stück Graupappe unten in die Box hineingelegt und somit stehen die Papiere dann alle gerade. Die sechste Idee ist nun nicht zur Aufbewahrung, sondern für den Müll, der beim Basteln und Handarbeiten entsteht. Ich habe euch vor einiger Zeit bereits gezeigt, wie ich den Tischmüll gebastelt habe und nutze diesen seitdem auch wirklich jedes Mal, wenn ich am Tisch arbeite. Gerade beim Scrapbooken, aber auch beim Nähen ist es für mich dabei sehr praktisch, dass ich die einzelnen Behälter auch mal rausnehmen und woanders auf dem Tisch platzieren kann. Als siebtes habe ich nochmal einen dekorierten Karton für euch. Wie auch vorhin gesagt, ist es vollkommen egal, in welcher Größe ihr das macht. Diesmal habe ich eine günstige Strukturtapete genommen, die ich mir mal speziell zum Basteln gekauft und seitdem nie verwendet habe. Den Karton habe ich von außen komplett mit der Tapete eingeschlagen. Innen habe ich für eine glatte Oberfläche weißes Tonpapier verwendet und den Boden des Kartons vorher noch mit einem Stück Graupappe ausgelegt, um auch hier wieder einen gleichmäßigen Boden zu haben.
An der rechten Seite seht ihr übrigens auch nochmal den Tischmüll in Aktion. Da ich hier nur Plastikmüll habe durch das doppelseitige Klebeband, habe ich mir speziell die Box für Plastikmüll vorgeholt und den Rest hinten stehen lassen. Als letztes habe ich noch eine Aufbewahrung speziell für Scrapper, die mit der Stanzmaschine arbeiten. Dabei handelt es sich um einen Ordner, in dem ihr sowohl die Stanzschablonen als auch die bereits ausgestanzten Teile sortiert einordnen könnt. Die Anleitung dazu inklusive kostenloser Vorlage findet ihr ebenfalls in den Infokarten. Das waren nun also 8 Gestaltungsideen, mit denen ich mein Bastelzimmer schöner gemacht habe. Jetzt fühle ich mich umso wohler darin und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr euer Bastelzimmer verschönert. Ich bin wirklich gespannt auf eure Ideen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei Pinterest und natürlich in unserem Shop auf kreativbund.de. Bis dahin, tschüss!